Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Wir wollen jetzt erstmal diesen ganzen Müll aus unserem Inventar herauspacken. Und das nach da oben, damit wir es nicht wieder versehentlich verkaufen. Was ich vermute, dass ich letztes Mal gemacht habe. Oh, natürlich. Steam-Freundes-Netzwerk, ich vergesse es jedes Mal. Guten Morgen, mein Liebling. Sommer sind die Pollen ein wenig schwächer, also ist meine Nase glücklich. Das freut mich. Guten Morgen. So. Und wir haben Post. Wer schreibt uns? Grüße aus der Caligo-Wüste. Besuch mich mal hier draußen. Mir ist echt langweilig. Ich habe ein Geschenk reingepackt. Du kannst doch mal vorbeikommen und mir persönlich danken. Ja, nein. So, zack, zack, zack. Hallo, Nacken. So. Dann würde ich hier leider auch mal ein bisschen das eindämmen müssen. Kann ich nicht. Ich habe dich noch nicht verbessert, ne? Stimmt, da war ja was. So, so, zack, zack, zack. Aber dafür habe ich jetzt maximale Energie, meine ich zumindest. Oh, es gibt noch irgendwas, was die Energie noch weiter erhöhen kann. Ich könnte mir gerade aber nicht vorstellen, was. So, nehmen wir euch alle mit. Ich sollte die Hacke definitiv mal verbessern, falls man das kann. Weil falls die dann mehrere Fächer auf Feld auf einmal umgraben kann, wäre die einfach so nützlich. Weil ich meine, das ist so dezent nervtötend. Ach so. Stimmt. Ich wollte Iridiumbarren machen. Sollte ich mal vielleicht anfangen, weil die ja immer so ewig brauchen. Zack, zack, so. Vor den Ofen geht ihr mal bitte weg, liebes Gras, weil ich möchte nicht, dass das alles abfackelt hier. Definitiv nicht so. Hallo. Wenn man da immer so hundertprozentig genau stehen muss, das finde ich nicht so toll. Ehrlich gesagt. Und was macht ihr so? Macht es euch Spaß zuzuschauen? Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube es noch nicht so ganz. Was habt ihr so schönes am Wochenende gemacht? Falls das an dem Montag kommt, ich weiß gar nicht, wann das kommt. Sonst was habt ihr einfach am letzten Wochenende gemacht? Oder falls am Samstag kommt, was habt ihr vorzumachen? Ja, ich weiß ja nicht auswendig, dass das im Voraus produziere, wenn die Videos online kommen. Hattet ihr eine schöne Zeit? Wie geht's euch so? Ja, wie man merkt, ich bin nicht sehr fähig, Smalltalk zu halten, war ich aber auch noch nie. Also bin ich in der Realität auch nicht. Ich hasse Smalltalk. Ich finde, entweder wenn man was zu reden hat, soll man das sagen, und wenn man nichts zu sagen hat, dann soll man es auch bleiben lassen. Weil, ja. Ich finde so sinnlose Diskussionen irgendwie. Ich weiß nicht, die geben doch keinen Mehrwert, oder? Sagt eigentlich schon das sinnlos im Wort, aber gut. Zack, zack. Zack, zack. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit das bewässert. Mal so und die zwei nicht mehr. Vermute ich einfach mal. Wenn es falsch ist, dann verschwenden wir halt ein bisschen was, aber sei es dann drum. So, zack, zack. Ich kaufe vielleicht einfach mal 60-60 von Radieschen und Rotkohl.
sollte ich denn nicht einfach alles damit voll machen? Dann habe ich da noch, glaube ich, ein paar ausgesorgt. Von dem her passt das schon, würde ich sagen. So. Und ich brauche ja keinen besonders guten, also nur das relativ egal. So. Noch nichts fertig, natürlich nicht. Oh, habe ich das abgehackt? Das wollte ich nicht, da muss ich mir wieder eins craften. Ah, was heißt drum? Ist jetzt halt so. Kann man auch nichts machen. Nee, nee. Hallo Pierre. Wie geht's, wie steht's? Ja, ich bin's, der Corny. Verkauft hier meinen wilden Meerrettich. Geht hier mal gar nicht. Oh, Melonen. Vielleicht mache ich doch mehr Melonen. So. Und Radieschen. Dann haben wir mal 40 und da 20, da 20. Nochmal 40 und ich denke, jetzt sind wir ganz gut ausgestattet. So, denn die beiden brauche ich noch für, wie heißt es denn, Polykultur, glaube ich zumindest. So. So. Machen wir das so und euch weg. So, dann haben wir den gleich auch genug. Und dann machen wir Melonen. Oder habe ich dann irgendwas? Ah ja. Da hätte ich dann so eine Reihe. Ich glaube, das sind die, die am meisten bringen für Honig. Ich weiß es nicht mehr. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt auch zu voll nachzuschauen. Von dem her. Liebes Huhn, würdest du bitte aufhören, da rumzutrampeln und vielleicht auch mal meine Saat zu fressen? Das fände ich gar nicht gut. Ja, ja, das kann schon sein, dass du glücklich aussiehst. Ich sehe gerade nicht so glücklich aus. Dann warte ich halt, bis das Huhn da weg ist, weil da kann ich jetzt eh nichts pflanzen. So. So, da überall rein. Jetzt haben wir da alles, bis auf das, wo das Huhn meint, es müsste sich breit machen. Sehr schön. Und zack, 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 zack. So, dann machen wir hier mit Rotkohl weiter. Jetzt kommt es daher gelaufen. Das läuft laut doch immer daher, wo ich gerade bin. Und wo ich gerade eigentlich was Besseres zu tun habe, als mich um irgendwelche Hühner zu kümmern. Und ja, dann würde ich sagen, gießen wir es alles noch an, aber dazu füllen wir erstmal das Wasser auf. Ich habe noch erstaunlich viel Energie. Ja, das effizient gießen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Zwischen mal, was die Zeit angeht. Ja, gesetzter Fall, man gießt nicht irgendwo hin.
Aber ja, ich bin froh, dass ich Sprinkler habe für die meiste Arbeit. Das fände ich nämlich nicht so geil, wenn ich das alles hier von Hand machen müsste, immer. So, dafür ist das jetzt mal alles bewässert. Und die paar Felder, wo ich bewässere, das ist fast Blödsinn. Die paar Felder, wo ich bewässere, wo ich nicht bewässern muss. Ganz ehrlich, sei es drum. Ich denke, meine Energie reicht auch so. Wenn ich wieder Wasser auffüllen muss, ist es halt so. Das ist ja jetzt kein Weltuntergang, ne? So, und da setzen wir dann noch. Oh, ich habe die falsche hingepflanzt. Ärgerlich. Aber sei es drum. Meine ich zumindest. Ja, ist dann auch nicht so schlimm. Verdienen wir halt ein bisschen weniger. Aber ich denke, das können wir uns leisten. Ich meine, ich habe 300.000, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So. Ne? Ich denke, wir verstehen uns. Oh, und das Wasser ist leer. Das wollen wir natürlich doch gleich wieder auffüllen. Da war ich ja schon überall. War ich gar nicht. War ich anscheinend gar nicht, weil es nicht bewässert ist. So. Oh, und wir haben schon 19.40 Uhr. Ah, da kommt eine Fledermaus. Liebe Fledermaus, ich wäre sehr verbunden, wenn du mich hier meine Arbeit erledigen lassen würdest. Und so. Und dann hier. Überall einzeln. So. So. Habe ich da dahinter überall? Sieht so aus, ja. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das auch nicht. Sag mal. Manchmal weiß ich nicht, ob das Spiel mich trollen möchte oder ob das Zufall ist. Warum ist das Hühnchen mitten auf meinem Feld eingeschlafen? Darf ich das mal bitte wissen? Du hättest da durchaus zurücklaufen können. Es ist auf. Oder ist da ein Baum davor gewachsen? Ich weiß es nicht. So, dich noch und dann fülle ich die Gießkanne wieder frisch auf und dann schaue ich mal, ob da tatsächlich was davor gewachsen ist oder ob das Hühnchen einfach zu faul war. Ja, ich würde sagen, das Hühnchen war einfach zu faul, ne? Zack, Iridium. Und wir gehen ins Bett. 22.10 Uhr, relativ spät, würde ich mal so sagen. Ja. Oh, wir haben ja eine ganze Menge verdient. Nicht? Aber gut, sei es drum. So, guten Morgen. Hallo. So. Guten Morgen, mein Liebling. Irgendwas in der Luft lässt mich heute positiv denken. Das ist schön. Corny, ich habe dir in der Kneipe heute einen richtigen Leckerbissen zubereitet. Hau rein. Dein Freund Gas. Das finde ich gut. So, machen wir noch ein bisschen Iridium. Barren. So. Weg mit dir, weg mit der Kohle. Sortieren. Fledermausflügel. Ja, und die hätte ich aber gar nicht. Hier. Hier. So, dann kann ich hier nämlich vielleicht mich um den Wein kümmern. Darum.
euch. Dann schauen wir mal zu den Tieren. Hafenquote ist nicht sehr schön. Mal schauen, ob uns Inventar reicht. Ich glaube aber schon. Ja, sieht ganz gut aus. Und wir haben immer noch keinen kleinen Dino. Natürlich keine Fasern. Warum auch? So, dann schauen wir doch mal. Zack, 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 zack. Ja, die verkaufen wir noch. Einer geht in die Mayonnaise-Maschine. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen Kürbis haben. Haben wir aber im Kult, würde ich dich nicht hören. Die Fackel habe ich bestimmt genug. Gut, sonst mache ich wieder eine, das ist nicht das Problem, aber... sieht schlecht aus. Ja gut, da mache ich eigentlich meinen, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist echt nicht. Ein Holz, ein Kohle war das, ne? Ein Holz, zwei Harz. Okay. Verstehe ich zwar nicht so ganz, aber okay. Tada, wir haben unsere Kürbislaterne. So, wo stellen wir die denn wieder hin? Ich habe doch keinen Platz für das ganze Zeug. Stelle ich da oben ins Eck. Damit jeder, der auf den Hof guckt, gleich bei dem schaurigen Kürbis vorbeiläuft. So, was haben wir denn noch? Einmal Eisen, eine Batterie. Habe ich noch Eisenbarren? Irgendwo. Kiste sind ja halbwegs sortiert, stimmt, war ja was. Habe ich hier noch Eisenbarren? Sieht relativ schlecht aus, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich muss nachher erst eine machen. Dann lege ich mir mal aber eine Batterie in mein Inventar, dass ich das dann weiß. Und Eisen sollte ich mir auch dann ins Inventar legen. Eisen, Eisen, Eisen. Also Eisenerz, versteht sich. Zack, und Kohle. Dann lege ich mir aber das da hoch. So, was haben wir denn noch? Da brauche ich auch Eisen für. Da brauche ich Gold für. Gold habe ich doch noch irgendwo. Gold habe ich doch noch irgendwo. Ja, natürlich. Und Kohle habe ich auch. Und Fasern habe ich auch noch irgendwo. Nämlich meine Minenkiste. So. Nein. Und wir machen uns eine Goldfeuerschale da draus. Könnte ich das auch zumachen? Holz, Kupfer. Also Kupfererz. Holz, Kupfererz. Habe ich Holz noch dabei? Nein. Holz, Kupfer, Erz. Was habe ich vergessen? Gar nichts. Kann ich machen. Und den Trommelblock. Wo ist Stein? Kupfer, Erz.
Stein haben wir auch. So. Tschüss. Dann haben wir euch zwei. Dann brauche ich Ahorn. Von jedem Samen eins. Sollten wir hinkriegen, wenn wir das erste Mal den Baum hier, der hier mitten im Weg steht. Das sollte ja auch mit Samen kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Tut er. Dann haben wir Eiche. Dann fällen wir hier mal einen Baum, wo mitten im Weg steht. Die Statue sollte ich auch mal woanders hinsetzen eigentlich. Die steht mir da auch im Weg. Zack. Zack. Ja, da schaust du begeistert, Häschen. Was da so alles passiert. Da kann ich nicht hinmachen. Aber da kann ich so herstellen. Was wollte ich jetzt als nächstes machen? Ich habe doch keine Ahnung. Nein. Ach so, genau. Ich brauche noch Ahorn. Zwicker. Das hier müsste Ahorn sein. Dann bauen wir dich mal ab. Hallo, ich komme dann hier außen rum. Das Ganze Holz noch mit. Und mach mir eine Müsli-Riegel. Dann ist das auch erledigt. Nochmal Eisen brauche ich da. Eichenharz und eine Koralle. Dann dazu müsste ich doch zum Strand, nicht wahr? Ja, ja, dann wollen wir mal dahin. Mit einem Pferdchen. Dann reiten wir zum Strand und schauen, ob da, ob's da Korallen gibt für uns. Einfach weil, auch nicht, weil dann kann ich vielleicht das machen, was ich da machen möchte. Ich müsste noch ein oder zwei irgendwo in Reserve haben, aber die will ich nicht nutzen. Und wer möchte was von uns? Das war falsch. Das auch. Hallo? Hayley möchte Smaragd. Weiß ich nicht, ob ich noch habe. Brauchst du den Arzt? Nö, ich wollte nur mal schauen, was bei euch da los ist. Nämlich gar nichts. Oh, Evelyn hat heute ihren Termin. Sagt sie da was dazu? Ich bin schon mal ein alter Narr. Aber ich habe eine Vorstellung, wer für Pams neues Haus bezahlt haben könnte. Okay. So anonym war es dann wohl doch nicht. wenn man das gleich weiß. Ich glaube, das schaue ich auch nochmal vorbei. Ob Pam. Achso, nee, Pam ist nicht da. Kann ja gar nicht sein. Die ist ja noch bei an der Bushaltestelle. Ob sie vielleicht auch einen Verdacht hat. Wenn Evelyn das schon geschnallt hat. Ach ja, richtig gut. So. Hallo, Lea. Hallo? Für den Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, nicht? Ja, tatsächlich. Hallo, Heli. Im Landleben ist gar nicht so schlimm. In der Stadt würde ich anfangen, all die Bäume zu vermissen. Korn, ich verbringe einfach zu viel Zeit. Ja. Hast du Angst, dass du so ein Landkind wirst hier? Das bezeichne ich doch. Oh, Holderz. Richtig gut. Oh, und ich habe sogar noch ein bisschen was frei im Inventar. Jetzt sind beiden was drin. Ich würde es sehr schön finden, wenn die Leute in meinem Haus nicht so mit den Türen knallen würden. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Aber was heißt die Leute? Eine bestimmte Person. Oh, eine Koralle. Ich hoffe nur, das reicht.
Jetzt hätte ich gleich auch das Teleport-Totem Farm machen können. Dann wäre ich im Nu wieder zurück gewesen. Da kann ich auch mal schauen, was man dafür braucht. Farm. Hof. Hartholz und Honig. Hartholz habe ich daheim und Honig. Das würde ich irgendwo auch noch haben. Oder verkaufe ich den immer? Ich weiß es nicht. So. Reiten wir schön zurück. Und nehmen noch die Edelwicke mit. Hallo, Edelwicke. Oh, dein Inventar ist voll. Dann schmeißen wir den Ahornzwicker weg, aber nehmen dich trotzdem mit. Weil so wichtig ist der Ahornzwicker dann nicht, ne? So. Bisschen seltsam ist die Laufanimation ja schon vom Pferd, aber wir wollen mal nicht so sein. Nee, nee. So, und abstehen. Und Eisenerz bitte. So. Und dann geht's ins Ablegen und Verkaufen. Halt, zuerst machen wir. Was wollte ich jetzt machen mit dem ganzen Erz? Irgendwie nichts. Hey, ich wollte doch irgendwas craften. Mit der Koralle. Was brauchte ich die Koralle? Ah, ich sehe jetzt was. Aber ich habe kein Eichenharz im Inventar. Das ist schlecht. So, zack, 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 zack. So, dann kommt das nochmal in die Mayonnaise-Maschine. Das wird verkauft. Das wird verkauft, das wird verkauft. Das auch. Jetzt habe ich Iridium. Das ist ganz schön. Ich hätte vielleicht auch mal wieder öfter zu dem Hartholzzeug schauen sollen. Das habe ich jetzt auch in irgendeine Kiste gepackt. Frag mich nur nicht in welche. Hallo Häschen. So. Ich denke Eichenharz braucht noch ein. Ist das Eichenharz? Ne, das ist Kieferntier, ne? Ja, das ist Kieferntier. Ist das. Ja, da drüben entsteht irgendwann mal einer. Das heißt, da muss ich warten. Was haben wir denn sonst noch? Stein, Gold, Iridium. Batterie. Stein, Gold, Iridium, Batterie. Das habe ich noch nicht hergestellt. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber wenn der Logfile Analyzer das sagt, dann wird da wohl was dran sein. Stein brauche ich noch. Wieso, woher habe ich dann zwei von denen? Naja. Dann wollen wir mal. Zack. Ich glaube, das war immer noch nicht, dass ich das noch nicht habe, aber naja, scheiß drum. So. Bringen wir das Zeug zurück, das wir nicht mehr brauchen. Was habe ich jetzt raus? Die Steine. Zack, zack. So, nehmen wir die Eisenbarren mit. Dann können wir uns diese Eisenlampe craften. Zack. Und zwei und Stoff habe ich nicht. Einen kann ich in Zaun machen. Wie, den habe ich noch nicht gemacht. Ich dachte, den hatte ich auch schon. Vielleicht täusche ich mich. Kann ich da sonst noch was machen? Einmal Gold, 20 mal Holz. Das sollte gehen. 20 mal Holz.
20 mal Holz. Ich nehme mal mehr Holz mit, weil für das andere brauche ich glaube ich auch Holz. Gold. Letzten. Und da wollte ich was machen. Ich meine, ja genau. Den Kohlebrennofen, auch wenn ich da auch meine, den hätte ich schon mal gemacht, darf ich täusche mich da. Holz, Solar, Essenz, Kohle brauche ich noch. Holz, Solar, Essenz, Kohle. Das ist jetzt ein bisschen hin und her natürlich, ne? Holz, Solar, Essenz, Kohle. Solar, Essenz gebe ich nicht so gern her. Holz, Solar, Essenz, Kohle. Das machen wir, zack. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir wieder ein paar Goldbarren noch. Weil, warum auch nicht, ne? Weil, warum auch nicht. Wir brauchen sie eh noch. Alles Mögliche, aus dem haben wir dann wieder welche. So. Ja. Ich denke, das ist auch alles, was ich heute noch machen kann. Dann bringen wir das Pferd zurück, auch wenn es selber zurückfindet. Warum auch eigentlich nicht, ne? Braves Pferdchen. Und kann ich? Kann ich nicht. Okay, gut zu wissen. Und mit zum Öhrchen. Das ist doch auch schön. Dann gehe ich ins Bett. Gleich zumindest. Guten Abend. Mein Tag? Oh, ich kann mich kaum erinnern. Ich habe nicht wirklich etwas Bedeutendes gemacht. Habe mich nur entspannt und eine gute Zeit gehabt. Das ist doch die Hauptsache. So. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Stardew Valley.